Hallo 09-Fans, ich grüße euch heute nicht aus dem Loheide-Stadion, sondern vom WTC, unseren Hauptsponsor und bei mir besonderer Gast für mich, Adrian Schneider. Adin, bis auf das halbe Jahr in Eintracht Trier, insgesamt dann 4,5 Jahre jetzt, also knapp 5 Jahre für die SG 09 die Schuhe geschnürt. Jetzt geht es allerdings weiter zur Spielvereinigung Schonnebeck in die Oberliga. Erklär erstmal die Gründe oder die Begründung dafür, dass du jetzt dann in die Oberliga gegangen bist. Ja, einfach nur aufgrund meines Berufes bzw. meiner Ausbildung. Die lässt es einfach nicht mehr zu, dann im kommenden Jahr noch Regionalliga bzw. Unter den Uhrzeiten zu trainieren, die wir momentan trainiert oder zu denen wir momentan trainiert haben. Und das ist eigentlich der einzige Grund, weil ich habe mich ja, wie jeder weiß, wohlgefühlt. Ja. Was war so besonders? Ich meine, 4,5 Jahre Wattenscheid, das muss man dir erstmal nachmachen, hätte ich jetzt fast gesagt, nein. Aber du hast gerade selbst gesagt, wohlgefühlt hast du dich. Was war das Besondere letztlich an 09? Ja, eigentlich alles, ne? Also alles bis auf die Umstände, die jeder kennt, brauchen wir jetzt nicht ausholen. Angefangen bei Ines oben und Christian war einfach überragend, so das Verhältnis an sich, dann natürlich auch zu euch oder zu dir und dann auch zum Trainerteam, Betreuerteam und natürlich auch die Mannschaft. Also jedes Jahr immer eine Top-Mannschaft gab, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und charakterlich. Also war immer echt überragend und die Fans natürlich auch, ja, klar. Die darf man nicht vergessen. Ja, jedes Jahr hat, glaube ich, so seine so Besonderheiten dann irgendwo gehabt. Du bist 2014, glaube ich, gekommen. Trainer Klöpper war, glaube ich, damals, ne? Ganz, ganz schwierige Zeit, irgendwie auch im Umfeld. Ich glaube, wir haben damals mega angefangen, Fußball zu spielen, aber die Punkte irgendwie nicht geholt. Und dann ist das irgendwie leider dann übergeschwappt, sage ich jetzt mal. Die Fans haben dann, ich glaube, nach dem Kreisspiel, dann ist es irgendwie wie übergeschwappt. Wie hast du es damals so aufgenommen, wie das so angefangen hat? Ja, ich war ja noch relativ jung. Ich fand, wir haben gut gespielt, oder beziehungsweise in der Vorbereitung gut gespielt. Ich glaube, die ersten Spiele waren vom Fußballerischen her auch gut, aber wir haben halt keine Punkte geholt. Ich meine, den ersten Sieg haben wir, glaube ich, am 11. Spieltag oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und das hat natürlich alles nicht einfacher gemacht. Und die Umstände, ja, waren, also, ich weiß nicht, schlecht würde ich jetzt mal sagen, waren nicht gut auf jeden Fall. Und dann gab es ja im Winter den Trainerwechsel und so haben wir dann auch die Klasse gehalten. Ja, parallel ja eigentlich zu dieser Saison, am letzten Spieltag damals gegen SC Wiedenbrück, haben wir uns dann damals gerettet. Du hast es gesagt, der Trainerwechsel kam dann, Farah Toko ist dann gekommen. Kann man so sagen, eine besondere Person oder Beziehung dann auch zwischen euch? Ja, jetzt auf jeden Fall. Ich denke, nach 4,5 Jahren darf man das auf jeden Fall sagen, auch wenn ich ihn immer noch siezen muss, weil er ja sagt, das halbe Jahr hat mir quasi so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und aber hat natürlich den Ausschlag gegeben. Ich glaube, wir haben in den ersten 19 Spielen 16 Punkte geholt und dann in der Rückrunde, ich meine 26 oder so, könnte sein. Ja, also ich denke, das war auf jeden Fall ein Grund oder der Grund, warum wir dann noch die Klasse gehalten haben. Was zeichnet ihn besonders aus deiner Sicht? Was macht ihn so erfolgreich dann, wie er es jetzt irgendwann in den letzten Jahren in Wattenscheid absolut nachgewiesen hat? Ja, wenn ich jetzt was Gutes sagen würde über ihn, dann wird da natürlich gleich erstmal ein Spruch kommen. Ja, aber ich würde sagen, auf jeden Fall sein fußballerisches Verständnis, das ist auf jeden Fall sehr gut. Das Training ist super und natürlich auch die menschliche Seite, die darf man nicht vergessen. Egal wer, ob er spielt oder nicht, der kann immer zu ihm kommen, der hilft immer ein. Jetzt nicht nur, was das Sportliche angeht, sondern auch privat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die nicht jeder Trainer hat. Ja. 2016 dann, glaube ich, auch für dich mit der größte Erfolg, den Westfalenpokal gewonnen zu haben, dann letztlich in Aalen vor, ich weiß nicht, 2000 Wattenscheidern oder so. Es war irgendwie unbeschreiblich aus meiner Sicht, ehrlich gesagt. Beschreib das nochmal. Ja, einfach mega Gefühl. Also da denkt man gerne dran zurück. Auch die Saison, die war sehr gut, fand ich. Also auch unter den ganzen Umständen natürlich. Ich glaube, wir waren zwischenzeitlich Dritter. Mhm. Gegen Viktoria Köln noch gewonnen hier zu Hause 2-1. Und dann noch Abschluss mit dem Westfalenpokal. Ja, und die Fans da, also
Ich verstehe, manchmal fragt man sich halt, warum kommen die nicht zu jedem Heimspiel? Manchmal haben wir 350, 400 Zuschauer gehabt und dann in Aalen sind auf einmal, ich glaube, wie du schon sagst, 2000 Wattenscheider da. Da fragt man sich, warum die nicht immer da sind. Echt schade eigentlich. Aber wie gesagt, wir haben da auch aufgrund von den Fans gewonnen auf jeden Fall. Ja. Letztlich erstmal die Gründe, waren das sportliche Gründe, dann nach Trier gegangen zu sein? Nee, kann man vielleicht auch sagen, weil die waren ja in dem Jahr, meine ich, Dritte, haben knapp die Relegation verpasst und die wollten eigentlich hoch. Und da hat halt auch eigentlich alles gepasst. Ja, aber am Ende dann noch nicht gepasst, als ich dann da war. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Die Mannschaft war nicht so, wie ich die aus Wattenscheider Zeiten kannte. Und das war auf jeden Fall ein Grund oder der Grund, wo ich sage, okay, das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Du sprichst es dann jetzt nochmal an oder beziehungsweise da komme ich jetzt nochmal drauf, gegen Dortmund hast du dann natürlich im Pokal mit Trier gespielt. Das war aber auch was absolut Besonderes, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, der Höhepunkt meiner Karriere, wenn man das so sagen darf, war auf jeden Fall ein super Erlebnis. Also gegen Aubameyang, Kagawa, ich weiß gar nicht, wer da noch war, Schürrle, Götze hat, glaube ich, auch gespielt. War schon echt super. Ja, dann wieder zurück zur SG 09 und jetzt die letzte Saison, hast du es auch schon gesagt, wollen wir gar nicht mehr groß drauf eingehen. Die Umstände waren wieder sehr, sehr schwierig. Was hat den Ausschlag gegeben, dass wir dann tatsächlich die letzten 7 Spielen mit 16 Punkten dann den Klassenerhalt noch am Ende doch noch geschafft haben? Ja, ich glaube, wir sind als Mannschaft zu dieser Zeit noch enger zusammengerückt. Das war vorher auch schon so, aber ich glaube, da kam noch irgendwie so 5-10% noch mal raus. Also wir waren dann irgendwo bei 110% und ich glaube, das war ein Grund dafür auf jeden Fall. Sonst würde ich jetzt, wir haben halt nichts anders gemacht. Eigentlich immer, wie immer, halt versucht, Fußball zu spielen und kam auf jeden Fall noch zur richtigen Zeit. Trainer sagt immer, du gehst durchs Feuer letztlich ein Stück weit, für ihn und für den Verein natürlich absolut, auch am letzten Spieltag jetzt. Einige wissen es, einige nicht, dass du da Probleme mit dem Hüftbeuger hattest und da auf die Zähne nochmal gebissen hast. Absolute Selbstverständlichkeit für dich und weil es dann auch ein besonderes Spiel war? Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen Umstände, letztes Spiel in der Saison, letztes Spiel für mich, für Wattenscheid 09. Und wer mich kennt, der weiß das. Also wäre jetzt auch egal, wenn es der erste Spieltag wäre, wäre es genauso. Aber das Spiel war absolut was Besonderes, auch von der Zuschauerzahl wieder her. Es hat absolut geknistert. Ne? Jeder wusste bei einer Niederlage, gut, jetzt hat zwar Karl-Marie-Mann am Ende noch gewonnen in Bonn, okay, aber grundlegend sind alle davon ausgegangen, wenn man das Spiel verliert, wird man wahrscheinlich den bitteren Gang in die Oberliga gehen müssen. Das war schon ein absolut knisterndes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir waren ja auch vorher im Hotel und man hat schon ein wenig die Anspannung bei einigen gesehen. Ich meine, ich persönlich bin jetzt eher so ein gelassener Typ. Trotzdem muss ich sagen, vor dem Spiel, kurz vor dem Spiel war es auch so, da hat man sich gedacht, oh, was passiert jetzt, wenn wir jetzt verlieren? Hat man sich schon so die Gedanken gemacht, aber als der Schiri dann angepfiffen hat, war alles weg und man hat halt die Fans gehört. War super Zuschauerzahl und ich meine, alles hat gepasst, wir sind super ins Spiel reingekommen. Klar hat man die erste Zeit so ein bisschen gemerkt, ja, so ein bisschen abtasten, aber ich denke, wir haben schon in der ersten Halbzeit unsere Chancen gehabt, hätten auch vielleicht 1-2-0 führen können und ja, am Ende hochverdienter Sieg und hochverdient auch drin geblieben. Wir alle im Stadion hatten dann einen kurzen Schreckmoment, als es irgendwie kurz nach der Pause irgendwie zu der Flanke von Aram Abdelkarim kam und Edin, wie auch immer, den Ball irgendwie durch die Beine ging, aber da stand Gott sei Dank Adi Schneider. Ja, hätten wir noch Training, da hätte er wahrscheinlich noch ein paar Sprüche gehört von Berkan und von mir. aber ja, ich weiß nicht, also in der Situation, ich hatte irgendwie so ein Gefühl und dann bin ich einfach auch da hingelaufen, schon vorher, glaube ich, habe ich schon hingeguckt, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte und ja, hab den dann von der Linie gekratzt. aber war das tatsächlich so ein bisschen mit eine Entscheidung, weil möglicherweise, wenn man da in Rückstand gerät, so unglücklich es dann natürlich auch gewesen wäre, wäre es natürlich deutlich schwieriger geworden. Weil kurz danach sind wir dann ja auch selbst in Führung gegangen. Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall schwieriger gewesen wäre. Aber das jetzt daran festzumachen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Ball reingegangen wäre. Ich habe jetzt die Bahn nicht so im Kopf, aber wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen, ja. Jetzt geht's nach Schonnebeck in die Oberliga Niederrhein. Da spielst du wieder gegen SV Strahlen übrigens. Kannst du dem Trainer schon mal ein paar Tipps geben, möglicherweise. Was meinst du, was erwartet dich da?
Ja, schwierig zu sagen erstmal. Also ich verfolge ja das dort schon so ein wenig. Ich kenne ja auch einige Leute da, den Trainer natürlich auch. Und was erwartet mich da? Ich denke auf jeden Fall, dass ich Verantwortung übernehmen soll und auch muss. Und ja, auch dort werde ich natürlich 100% geben. So wie wir Adi absolut kennengelernt haben. Und ja, war eine mega Zeit auf jeden Fall. Hat wirklich riesen Spaß gemacht, muss man sagen. Natürlich ein Stück weit ein weinendes Auge, ganz ehrlich, aber ja, Job geht da ein Stück weit natürlich absolut vor. Da aber noch ein kurzes Wort zu, wie lange geht die Ausbildung noch, wie lange machst du die noch? Bis nächstes Jahr September, ja. Okay, und dann geht's auf Streife sozusagen? Genau, das wäre dann das nächste Jahr. Dann ist man erstmal ein Jahr auf Streife und je nach Behörde muss man dann oder wird man dann eventuell noch in die Einsatzhundertschaft gerufen. Adi, ich danke dir sehr für die Zeit, für die gesamte Zeit, aber natürlich auch insbesondere jetzt gerade nach der oder in der Sommerpause, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Alles, alles Gute natürlich für die Zeit in Schonnebeck. Ich denke und hoffe, wir sehen uns in der Loide zwischendurch nochmal wieder, weil die Oberliga spielt ja sonntags und da wird hoffentlich der ein oder andere Gang in die Loide natürlich noch möglich sein. Mach's gut. Alles Gute. Ciao. Vielen Dank, Daniel. Gerne.